Stell dir nun bitte vor, dass eine leuchtende, vibrierende Energiewolke direkt über deinem Kopf schwebt. Strecke beide Arme nach oben über den Kopf, sodass deine Hände mitten in diesem Licht sind. Ziehe diese Energie mit den Händen herunter, sodass sie deinen ganzen Körper umhüllt. Du dehnst die Wolke so weit, dass du vollständig vom Licht umhüllt bist. Du wirst gleich eine Minute Zeit haben, dich auf die Fragestellung oder das Problem oder die Krankheit, die du heute ansehen willst und wegen der du jetzt hier bist, zu konzentrieren. Was ist dein Thema? Konzentriere dich bitte darauf. Was spürst du in dir, wenn du das Thema vor Augen hast? Ist da eine Angst oder Wut, Trauer? Was spürst du? Wie wirkt sich das, was du fühlst, auf dich aus? Versuche jetzt bitte tiefer in dieses Gefühl zu gehen. Falls da eine Traurigkeit ist, wehre dich nicht gegen sie, sondern lasse sie zu und gib ihr jetzt Platz. Du Angst hast, Angst vor finanziellen Dingen, Angst vor Krankheit oder Tod, lass auch diese Angst zu. Lass sie einfach sein und wehre dich bitte nicht dagegen. Konzentriere dich nun für eine Weile auf dein Thema und das Gefühl, das es in dir weckt. Die Angst, die Wut, Trauer, Verzweiflung, vielleicht Hass, was auch immer du fühlst. Versuche bitte möglichst stark dieses Gefühl zu spüren, das du da in dir entdeckst. Pustest du das gleich, was du fühlst, dreimal in den Stein. Du pustest einfach das ganze Gefühl, den Schmerz, die Trauer in den Stein. Falls du noch nicht liegst, leg dich jetzt bitte hin. Den Stein hast du noch in der Hand. Schließe die Augen. Fühle für einen Moment deinen ganzen Körper. Spüre, auf welche Stelle deines Körpers der Stein gehört.